Ich würde mir dann jemand läuft da, wenn da raus ist. Jetzt werden da meine Kürbisse gehackt. Mit einer kleinen Bodenfräse, wie alle Jahre wieder. Es ist ein bisschen, vielleicht sollte es trockener sein, aber es ist Regen vorausgesagt und die Pflanzen wachsen schnell. Wenn man hier sieht, geht nicht mehr lange, dann machen sie Ausläufer auf die Seite und dann kann ich nicht mehr durchfahren. Darum lieber ein bisschen zu nass gehackt als dann überhaupt nicht. Ist übrigens ja der zweite Durchgang. Den ersten Durchgang habe ich mit einem alten Vielfachhackgerät gemacht. Hat funktioniert, bis auf solche Kartoffelstauden. Die hat es nicht genommen. Alles ist nicht weggegangen. Darum erst mit der kleinen Bodenfräse.